You can't run forever! You're on our map! Turn yourself in, Rambo! Ah, okay. Kann man schon denken, was jetzt kommt. Genau, Hubschrauber auch. Time Event. Hold your fire! Hold your fire! Christ, I said hold your fire! We're going down there! Go! Will! Will! This guy, John Rambo, came on the wire and said he's a Vietnam vet! A Green Beret! Hell of a guy to try and push around, Will! A Green Skidding Beret! Oh, that's just great. Goddamn Green Beret! That's Galt! That's our guy. That's our guy. He's dead. Dead. Now look at him, goddammit. Rambo must be right here. We should be able to smell him. Stay 50 feet between men. Spread. Spread 50 feet apart, I said. This is the end of the line, Rambo. Also die Typen da, also die schauen nicht einmal annähernd den, also so wie die Typen im Film aus, ja. Da ist nicht einmal annähernd eine Ähnlichkeit da. Perfektes Timing. Okay, zu frühes Timing ist tot, perfektes Timing ist Betäubung. Quick-Time-Event, gut. Das heißt, den habe ich jetzt betäubt, okay? He's a Green Beret. The man has a Congressional Medal of Honor. It's a damn war hero. Ja, Medal of Honor hat er. Schon der Nächste. Na komm her, Freund. Haben wir was Schönes für dich. Oh. Naja, sind wir halt auch einmal gestorben. Wenn man einen falschen Knopf drückt, dann stirbt man halt, ne? Sollte man schon einen richtigen erwischen. Oh, that's just great. Goddamn Green Beret. Ah, da sind wir jetzt wieder. Okay. Ah, jetzt haben wir
was zu früh erwischt. Okay. He's hunting us. We're in trouble here. Kommt der wieder? Den haben wir jetzt wieder ordentlich richtig erwischt. Ja, Himmel, schon wieder daneben. Gibt's denn das auch? Sollte ich's mal merken, ne? This is the end of the line, Rambo. Da fehl ich jetzt bei den depperten Quicktime-Event dumm. Das kann's doch nicht sein. Aber jetzt. Bam. Voll gegen den Baum. Singleton, where are you? Talk to me. I could have killed them all. I could have killed you. Been telling you the law. Out here, it's me. Don't push it. Don't push it. I'll give you a warning. Believe. Let it go. Let it go. Na, wenigstens gibt's ein paar coole Rambo-Sprüche. Aha, jetzt geht's los. John Rambo! Listen up! This is Lieutenant Morgan! Oh. Get out here, Rambo! Ah, das ist jetzt die Nationalgarde, genau. Ich sehe mein Fadenkreuz schon wieder nicht. Oh, 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 da hat jetzt noch Scheiße nachgeladen. Da kann ich auch nirgends in Deckung gehen. Na komm, ja. Da ist auch noch einer. Ja, ich treffe wieder nichts. Aber ich habe das jetzt länger, genau, sehr gut. Wo seid's? Naja, fürs Entwaffnen kriege ich auch Gesundheit. Jetzt habe ich wieder Scheiße nachgeladen, kann ich das nochmal verbessern? Ja. So. Ach Gott, die Nachladerei. Komm hin. So. So, jetzt werden wir das einmal wieder einsetzen. Wood-Modus, der macht ja echt Laune. Vor allem Dingen kommt da die Gesundheit wieder dazu. Ja, also ich muss sagen, es ist jetzt alles relativ einfach gehalten, aber irgendwie macht das Ding Spaß. Ich kann mir nicht helfen. Also es ist jetzt kein so ein High-End-Produkt, aber es macht Laune. Also ich bin im Nicht-Mut-Modus, glaube ich, sogar fast besser. Oh, scheiße. Mission accomplished. Ah, haben wir schon wieder eine Mission erledigt.
Und wir sind wieder aufgestiegen. Du hast einen Fertigkeitspunkt erhalten. Neue Boni verfügbar. Todesbrunnen. Kills bringen im Wutmodus 25% mehr Leben. Ja, auch nicht schlecht. Schützenkönig. Kopftreffer bringen 5% Gesundheit ein. Schauen wir mal. Ein Fertigkeitspunkt. Was nehmen wir? Wut nimmt noch einmal. Bei Wut um 25% höhere Schadenswirkung. Okay. Dann würde ich aber fast sagen, was sind leichten? Aber da mal schwere Waffen, leichte Waffen, keine Ahnung. Boah, ich spiele schon wieder Schach, ich weiß. Oder Zähigkeit. 10% weniger Schaden erleiden. Das nehme ich aus, fertig. So, was haben wir da jetzt dazu bekommen? Das ist das. Was kann das eigentlich? Ist langsamer, okay. Kills bringen. Ja, würde ich sagen, das. Gut. Nein. Ach Gott, das ist. Was, wo war das? Das 25%. So, und so muss ich zurück wieder. Jo, mag ich. Okay. Dann werde ich sagen, weiter geht's. M60 schwer. Okay, was haben wir da? Police made a terrible mistake, thinking he died in that cave-in. John Rambo had scrambled out of much darker places in Nam. He was a machine of war. We made him that way. And that sheriff, those cops, they switched the machine on, and they didn't know how to turn it off. Okay, jetzt sind wir in der Stadt. Das ist eigentlich das Finale vom ersten Film. Wenn er zurückstürmt in die Stadt. Und das dürfen wir jetzt live spielen. Na gut, machen wir das. Jawohl. Genauso kennt man einen Rambo und nicht anders. Scheibe kann man nicht schießen, offenbar. Ah, da waren welche am Dach oben. Ein Fass. Und ewig die Rucklerei, das ist der Wahnsinn. Ah, oben am Dach. Ah, die halt nicht erwischt da oben. Aber jetzt, und da unten ist auch noch einer. So. Warum ich da jetzt nachgeladen habe, kann ich euch gar nicht einmal sagen. Jawohl, ich gehe auf eine erhöhte Position. Wenigstens muss man sich um einen Weg keine Sorgen machen. Oh Gott. Ja,
immer der ungünstigste Moment. So. Also mal ein bisschen Gesundheit aufladen. Ja, noch einmal. Dann habe ich doch gerade. Ah, schon wieder der Hänger. Oh, oh, oh. So, da ist noch einer. Hallo. Jetzt der kugelsichere Weste ist ja wirklich undurchdringbar. Jetzt habe ich mich jetzt schon ein bisschen an die Steuerung gewöhnt. Weil mit der wir am Anfang ordentlich drauf. Machen wir das doch mit dem Fass. Gut. Okay. Ah, da ist schon das. Polizeiwache, genau. Schaut genauso aus wie im Film. Ah ja, und er ist am Dach oben, genau. Er schaut zwar nicht aus wie der Sheriff Teasel, aber zumindest ist er auf der richtigen Stelle, der Typ. Kontrollpunkt haben wir. Polizeiposten zerstören, um Teasel herauszulocken. Na gut, dann machen wir das. Munition haben wir ja eh endlos. Na. Ah, manchmal hängt das Fadenkreuz auch rum. Ja. Kommen jetzt wieder welche. Ja, das Freunde. Machen wir dann Stress. Was soll ich denn da noch zerstören? Ich sehe schon hinüber die Hütte. Ja komm, stirb da hinten. Was soll ich denn da noch zerstören? Den Lautsprecher da oben vielleicht da endlich einmal. Jawohl, genau. Oh, 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 oh. Und schon wieder da zerstören. Ah, da kann man noch was wegschießen. Okay. Quick Time Event. Diesmal habe ich mich nicht verdrückt, ne? Wäre schon besser. Okay, der schießt da um. Jetzt ist Pause. Schießt da wieder. Schießt er?
Pause. Pause, lauf mal. Schießt er. Pause. Na, jetzt haben wir ihn. Crazy bastard! Kill me! Rambo! Rambo, don't do it! Listen to me, Rambo. You have no chance. The building's perimeter is covered. No exit. There are nearly 200 men out there and a lot of M16s. This mission is over, Rambo. Do you understand me? This mission is over! Mission accomplished. So, schauen wir, was wir da am Punkt da kriegen. Okay, diesmal hat es nicht gereicht zum Aufstieg. Macht aber nichts. So, jetzt habe ich da so die ersten Teile mal angespielt. Ich denke, das wird nicht allzu lang so gehen. Ja, was gibt es da bis jetzt zum Sagen? Also, ich habe von dem Titel nicht allzu viel erwartet. Ja, und bin jetzt auch dementsprechend nicht enttäuscht worden. Im Gegenteil, bei manchen Sachen bin ich sogar angenehm überrascht, dass er es macht. Also zumindest was das hat jetzt echt sogar ein bisschen Spaß gemacht. Am Anfang ist es mit dem Controller ein bisschen schwer gewesen, sich an die Steuerung zu gewöhnen, aber das kriegt man eigentlich auch relativ schnell drauf. Ja, nichts Aufregendes. Jetzt kein Grafikkracher, kein Soundkracher, kein Animationskracher. Eine bisschen eine Ruckelpartie, aber trotzdem, ja, Fun, Spaß, Abwechslung zwischendurch einmal. Alles klar? So, wer hier jetzt die erste Aufnahmerunde beenden und geht natürlich selbstverständlich weiter, aber erst im nächsten Part. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Also mal was anderes wieder. Ich sag danke fürs Zuschauen. Pfiat euch!